Het is alles een beetje afhankelijk van. Es hängt davon ab, nach welchem Verfahren man Boschs Werke zählt. Geht man von 25 oder 30 erhaltenen Originalen aus, dann kommt man in seinen Werken auf mindestens 20 Eulen. 20 Eulen op die Schilderijen. Steeds opnieuw komt dat beest tevoorschijn. Die tauchen immer wieder auf. Eulen werden häufig in Verbindung gebracht mit Düsternis und Gefahr. Das sind bedrohliche, dunkle, unheimliche Bezüge. Bosch hat sie offenbar bewusst in seinem ganzen Werk verwendet. Dieses nächtliche Raubtier mit dem Teufel in Verbindung zu bringen, war im 15. Jahrhundert nicht so weit hergeholt. Zehn. Neun. Zehn. Neun. Fünfzehn. Acht. Und dann gucke ich hier. Ein bisschen mit Hilfe der Rasierklinge. Sie machen alle 10 Ringe einen Bleistiftstrich? Ja. Wenn ich durch die Lupe blicke, dann habe ich da drinnen eine Skala. Und mit dieser Skala, die jeden Millimeter 10-mal unterteilt, messe ich die Dicke der Baumringe, die ich auf der Tafelmalerei finde. Jeder Ring ist ein Jahr. Und die Breite eines Rings sagt, nun, vielleicht war dieses Jahr eher ein bisschen trocken. Oder dieses Jahr war eher feucht und so weiter. In diesem Fall ist das wie ein Fingerabdruck. Eine Signatur für die verschiedenen Jahrhunderte. Und man kann das Felldatum des Baumes rauskriegen. Wir haben herausbekommen, dass eine Menge der Malereien später entstanden sind, erst nach dem Tod von Hieronymus. Wenn der Baum noch nach dem Tod von Bosch im Wald steht, na, dann kann das Werk nur in seiner Werkstatt gemacht worden sein oder von irgendwelchen anderen Leuten. Die meisten der Bosch-Gemälde sind nicht datiert. Aber ich kann den Kunsthistorikern den Zeitpunkt der Baumfällung angeben. Und die müssen das dann diskutieren. Wir haben ein Team aus 5 Leuten zusammengestellt. Einen Kunsthistoriker, einen Experten für Maltechnik, einen Restaurator und einen Fotografen. Das immer gleiche Team wird alle Gemälde erforschen und erstellt Makrofotografien unter natürlichem und infrarotem Licht. Eine standardisierte Methodik. Alles im Blick? Im super scharfen Blick. Das ist das Schiff, das wir auf der Tafel sehen. Und das hier, das ist in der endgültigen Fassung völlig unsichtbar. Ein ganz anderes Boot. Wie konnten wir das übersehen? Wir hatten bisher kein Infrarot. Es ist ein viel größeres Boot. Das war es, nun ist es weg. Wenn das die Arche Noah ist, dann sollten in der Vorzeichnung Tiere zu sehen sein. Ja. Aber der große Unterschied liegt ja darin, dass ursprünglich die Tiere im Boot waren. Aber in der Endfassung sehen wir sie nur herauskommen. Die Tiere drinnen sind rausgegangen. Meine Güte. Nicht übel für Tag 1. Eine hübsche Entdeckung fürs Museum Boijmans. Vielversprechend.
Ich bin sicher, dass wir neue Entdeckungen machen werden, weil Bosch in besonderer Weise ein Maler der vielen kleinen Details ist. Und in einem Museum muss man hinter der Absperrung stehen. Mit 1,5 Meter Abstand vom Gemälde, das sich gewöhnlich noch hinter Glas befindet. Und da entgehen einem die vielen kleinen Figürchen, die Bosch gemalt hat. Mit unseren Großaufnahmen werde ich Dinge entdecken, die ich niemals gesehen habe, da bin ich sicher. Die Frage ist doch, was macht einen Hieronymus Bosch aus? Das ist die Frage, über die man lange brüten kann. Weil, naja, es gibt da einige Unstimmigkeiten in den bekannten Malereien. Fügen sich wirklich einige der Gemälde in das Gesamtwerk ein? Können Sie ein Beispiel nennen? Nicht jetzt. Das wäre noch zu früh. Sie wollen da vorsichtig sein? Ja, das ist Politik. Damit fange ich nicht an. Der Prado ist ein Museum, das weltweit die meisten Bosch-Werke beherbergt. Deshalb hat der Prado eine viel mächtigere Verhandlungsposition als das Museum in Hertogenbosch. Wenn wir also eine Ausstellung in Hertogenbosch machen wollen, ist es klar, dass wir sehr erpicht darauf sind, die besonderen Perlen vom Prado auszuleihen. Quiet. Wir können die Werke anschauen und Sie können Fragen stellen zu den Bildern. Können Sie es zuklappen? Nein, das ist nicht möglich. Nun ja, also grundsätzlich geht das schon, aber ich bin nicht darauf vorbereitet. Ich schließe nie. Nein, ich mag es nicht gerne schließen. Ich glaube, dass Bosch von einem Erlebnis in seiner Kindheit besonders beeindruckt war. Das war das große Feuer in Hertogenbosch. Er lebte mit seinem Vater an diesem Platz. Und obgleich sein Haus nicht zerstört wurde, kann ich mir vorstellen, dass dieses Erlebnis tiefen Eindruck gemacht hat auf den kleinen Jungen. Das kann man deutlich erkennen an den vielen Feuersbrünsten in seinen Bildern. Ein wesentlicher Teil der Stadt brannte nieder. Diese ganze Nacht durch Flammen rennend, das muss einen tiefen Eindruck gemacht haben. Ich denke, Bosch hat sich sein ganzes Leben lang an diesen Feuersturm erinnert. Er ist einer von diesen Künstlern, die sich einen spanischen Namen zugelegt haben, El Bosco.
Einige meinen, das klingt ein bisschen wie der Name eines Toreros. Aber natürlich ist das ein Zeichen dafür, wie der Künstler in Spanien doch irgendwie eingemeindet wurde. Und ich bin sicher, dass viele, die sich nicht so auskennen, meinen, er sei Spanier gewesen. Die Hauptsache ist, wir haben ein standardisiertes Verfahren. Und dieses standardisierte Verfahren ermöglicht uns, all die unterschiedlichen Werke zu vergleichen. Und so kann man tatsächlich mehr Informationen aus den Bildern gewinnen, weil wir sie in identischer Weise dokumentieren. Das Prado Museum macht, also derzeit macht das Prado Museum, also wir machen derzeit unsere Sachen gerne selbst. Die Situation ist ja die, dass wir ein ganzes Team haben und eine umfassende Infrastruktur, die andere Museen nicht haben. Die Niederländer wollen gerne ihre Ausstellung machen, aber die Entscheidung liegt bei uns, weil sie eben kein Bosch-Gemälde haben, aber wir. Sie haben zwei. Nein, die gehören dem Museum in Rotterdam und nicht Jos Koldewey und Matisse. Niemals zuvor bin ich diesen Bildern so nah gewesen. Niemals habe ich einen so detailgenauen und präzisen Blick werfen können und mich so sehr an diesen Werken erfreut wie jetzt. Du bist was Besonderes. Alle anderen müssen hinter der Absperrung bleiben, du nicht. Das macht Freude. Und die Tatsache, dass das eine so exzellente Malerei ist, macht doppelte Freude. Natürlich, weil du alles genau beschauen und genießen kannst. Wenn wir erst einmal diese enorm hochauflösenden Bilder von allen Gemälden haben, dann werden wir imstande sein, die klitzekleinsten Details miteinander zu vergleichen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, alle Ohren aufzureihen. Ich bin wirklich neugierig, was rauskommt bei so einer Vergleichsserie von Ohren. Du kannst eine ganze Anzahl unterschiedlicher Stile in diesen Malereien ausmachen. Gleichwohl gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die nicht alle in Boschs Atelier entstanden sind. Okay, aber dann die Frage, wo zeigt sich die eine geniale Hand des Meisters? Das ist nicht so einfach. Mein Gott. Hallo, wie geht's? Das Problem beim Parallelvergleich von Bildern besteht darin, dass wir nur ein sehr begrenztes optisches Erinnerungsvermögen haben. Wenn du also hier auf etwas guckst und dann auf ein anderes Bild wechselst, dann hast du schon die Einzelheiten vergessen, indem du vor- und zurückgehst. Die Lösung? Wir haben den sogenannten Curtain Viewer, den beweglichen Vorhang. Da kannst du deine Augen auf eine Stelle fixieren und die Ansichten darunter öffnen. Ich denke, da wird es einfacher, Veränderungen zu erkennen. Interessant ist, dass wir nun diskutieren, ob es der sogenannte Linkshändermeister war, der den Heuwagen gemalt hat oder nicht. Diese These basiert im Wesentlichen auf der Vorzeichnung dieses Engels hier und seiner Schraffur. Da ist so wenig Schraffur im Rest des Flügels.
Aber auf dieser Grundlage zu behaupten, dass das ganze Gemälde von einem Linkshänder gemalt ist, scheint ein wenig unsicher, nicht wahr? Die Zeichnung ist in jedem Feld unterschiedlich. Da sind eine Menge Striche und die Dunkelheit ist unterschiedlich. Der Heuwagen ist ein Gemälde, an dem sich nach wie vor die Diskussion entzündet. Was ist ein Hieronymus Bosch? Da gibt es ein ganzes Hintergrundwerk, benannt nach dem Meister des Heuwagen-Tryptychons. Es soll ein Linkshänder gewesen sein, der in der Werkstatt von Bosch arbeitete und der nach dessen Tod weitergearbeitet hat. Es wird vermutet, Bosch war Rechtshänder und sein Assistent Linkshänder. Aufgrund des Studiums der Vorzeichnung vom Heuwagen, oder eher auf der eines kleinen Fragments des Heuwagen, wird angenommen, dass der Maler linkshändig war. Und deswegen hat man das ganze Werk dem Meister der linken Hand zugeschrieben und es aus dem zentralen Œuvre Boschs herausgelöst. Nun gut, aber die Zuschreibung des ganzen Gemäldes zur Werkstatt. Nun ja. Nur aufgrund eines Details, ja, ja. Aber entwickeln Sie nicht die Hypothese, dass an einem einzigen Bild mehrere Hände mitgewirkt haben könnten? Ja. Das scheint einigermaßen normal. In den Niederlanden gängige Praxis, nicht wahr? Zwei oder drei haben gezeichnet und ein vierter hat gemalt. Aber was stammt nun von der Hand des Meisters? Da sind wir noch nicht. Und das Problem ist, wir haben kein Schlüsselwerk. Wir wissen nicht, welche von diesen Handschriften die von Hieronymus ist. Das ist das wirkliche Problem. Was wir in unsere Forschung einzubeziehen versuchen, das ist die Möglichkeit, dass mehrere Hände zusammengewirkt haben an ein und derselben Malerei. Es ist durchaus möglich, dass die Person, die vorzeichnete, nicht dieselbe Person war wie die, die Bäume und Himmel gemalt hat. Wir wissen, dass er aus einer Familie von Malern abstammte. Sein Vater war Maler, sein Großvater auch, sogar der Urgroßvater. So an die 10 Verwandte haben gemalt, mit denen er zusammengearbeitet haben könnte. Möglicherweise gewinnen wir ein genaueres Verständnis von den Arbeitsabläufen in seiner Werkstatt. Und das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Wie man das Geheimnis von Boschs außergewöhnlicher Erfindungsgabe erklärt, die Fruchtbarkeit seines Denkens, ich denke, daran zu kommen, das ist noch schwieriger. Einer der Gründe, warum Bosch so erfolgreich und so bewundert ist, ist genau deswegen, weil sein Werk weit über bloße Illustration hinausgeht. Hier ist ein produktiver, schöpferischer Geist, der ganz neue Dinge tut unter Verwendung traditioneller Motive. Und dieser Ausbund an Originalität, dafür haben sie im 16. Jahrhundert das Wort Inventio geprägt. Für einen Künstler, der außergewöhnlich brillant ist und der eine neue Vision schöpft. Ich glaube, das ist es, was das 16. Jahrhundert an Bosch bewunderte und sicher auch das, was wir bewundern. Und du fragst dich, woher kommen all diese atemberaubenden Einfälle? Wenn du an den Heuwagen denkst, dann ist es sicherlich zweckdienlich, in Begriffen einer Moralpredigt zu denken. Das Bild will eine Botschaft vermitteln. Und das tut es, auf eine erstaunlich ursprüngliche Weise. Aber es will eine Botschaft vermitteln, die da lautet: Die Verheißungen dieser Welt sind so, dass viele verführt werden, dem Heuwagen zu folgen, hinein in Tod und Verderben. So präsentiert uns Bosch Himmel und Hölle. Das sind die zentralen Grundpfeiler der mittelalterlichen Glaubenswelt. Dass man wählen muss, welchen Weg man gehen will. Man hat die Hilfe Gottes, die Hilfe der Kirche und die der Sakramente, um den richtigen Weg einzuschlagen. Der falsche Weg ist leicht zu beschreiten und das passiert nicht nur den einfachen Menschen, sondern ebenso den Spitzenpolitikern, den Sportidolen, ja,
auch den Kirchenfürsten. So sind die Reize und Verlockungen der menschlichen Lüsternheit eine Gefahr für jeden. Ich denke, Boschs Bilder dienen dazu, eine Art von visueller Vorstellung davon zu geben, was die Konsequenzen deiner sittlichen Entscheidungen sind. Besteht nun wirklich das Risiko, dass am Ende rauskommt, dass Bosch nur eine Art Patchwork ist, aus lauter verschiedenen Künstlerpersönlichkeiten? Ist das ein Untersuchungsergebnis? Wo liegt Ihr Schwerpunkt im Moment? Nun, es muss einen Hauptmeister geben, und der muss Bosch sein. Anders wäre ein Atelier wie dieses nicht vorstellbar, mit all diesen Neuerungen. Ganz klar sind es diese beiden Plätze, die das Bosch-Jubiläum feiern werden. Es ist nur natürlich, dass er gefeiert werden soll in seiner Heimatstadt. Und es ist natürlich, dass wir ihn hier feiern, im Prado, in Boschs zweiter Heimat. Es ist sehr bezeichnend, dass die Arbeiten hier sind und nicht in Herzogenbosch. Vielleicht zeichnet sich die Prado-Ausstellung durch eine umfangreiche Repräsentation der Originale aus. Und in Herzogenbosch wird eine Ausstellung sein mit einer bestimmten Anzahl von Bosch-Gemälden und Werken seiner Werkstatt, mit einer besonderen Betonung der Maltechnik, was im Wesentlichen von denen gesponsert wird. Bedeutet das, dass das Team von Matthias Ilsing auch die sieben Todsünden untersuchen darf? Oder vielleicht den Garten der Lüste? Weil das wäre eine echte Entscheidung. Ja, aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Nein, noch nicht. Aber ist es möglich, dass es zu dieser Entscheidung kommt? Das wird die Zukunft zeigen. Wie auch immer. Viel Glück. Bis morgen. Wir haben ein Triptychon. Die zentrale Gestalt ist die gekreuzigte Märtyrerin. Möglicherweise ist das die heilige Vilgefortis, genannt auch die heilige Kümmernis. Das ist im Mittelalter eine ganz bekannte Geschichte über ein junges Mädchen, das zum Christentum konvertierte. Von ihrem Vater war sie einem Mann versprochen worden, der nicht an Christus glaubte, einem Heiden. Sie betete zu Christus, hilf mir. Und daraufhin wuchs ihr augenblicklich ein Bart. Das schreckte den geplanten Gatten natürlich ab. Und ihr Vater wurde fuchsteufelswild und beschloss, dann sollst du auch in gleicher Weise bestraft und gekreuzigt werden wie dein geliebter Christus. Deshalb wird sie am Kreuz hängend abgebildet. Im Triptychon sehen wir aber kaum etwas, was wie ein Bart aussieht. Deshalb sind wir sehr gespannt auf die Infrarot- und Röntgenaufnahmen, um das Gesicht der armen jungen Frau am Kreuz zu untersuchen und rauszukriegen, ob sie die bärtige Heilige ist oder nicht. Für uns wäre es durchaus möglich, Ihnen die Gemälde auszuleihen, aber natürlich müssen wir sie restaurieren. Ja? Weil wir sie ja nicht so versenden können. Ja, richtig. Do you think? Wir können da helfen.
Wir haben kein Geld, das zu bezahlen, aber wir wären sehr glücklich, wenn Sie kommen und mit uns arbeiten. Der Akademiedirektor hat schon angedeutet, dass die Gemälde unrestauriert Venedig nicht verlassen werden. Was haben Sie mit diesem Bild vor? Mit diesem Gemälde? Wir werden es in den kommenden Jahren restaurieren. Sprechen wir da über 3 oder 2 Werke? Es sind 2 Triptychen und 4 gesonderte Tafeln. Ein wesentlicher Teil des Œuvres von Hieronymus Bosch, das ja lediglich aus 25 Malereien besteht, wird hier in Venedig bewahrt. Was kostet das, die Niederlande? Grob gesagt ist die Rückseite zu restaurieren. Dafür haben wir eine Spende von der Getty Foundation bekommen, 145.000 Euro. Der gleiche Betrag wird wohl für die Vorderseite fällig. So im Ganzen brauchen wir 300.000 Euro. Um ein einziges Gemälde in die Niederlande zu bringen? Nein, nein, für die ganze Gruppe. Eine Eule, eine sehr schöne Eule. Da lauert Gefahr, Versuchung, dunkle Farben hier auch. Wir sind sehr begeistert von den... Genial, diese Feuer. Diese Tafel ist so vielschichtig. Ja, sie hat große Tiefe. Und die Art, wie er die Glut des Feuers malt, hinter dem Haus, wo alles völlig finster ist. Wir sind sehr begeistert vom minutiösen Farbauftrag bei Bosch. Das ist eine antike Ruine mit Reliefs von einem Mann, der ein Einhorn wie ein Pferd besteigt. Warum ist das für Sie so besonders? Weil man so ganz nah rankommt an die Hand des Künstlers, an seine Kunstfertigkeit. Es ist so flüssig gemalt, so genau, ohne jede Vorzeichnung, gleich so auf die Tafel geworfen. Ja, das zeigt die Hand des Meisters. Absolut. Es war schwer, durch den Bürokratiewust durchzudringen, bis einem erlaubt wird, im Escorial arbeiten zu dürfen. Es ist wie ein Kloster, ein Palast, eine Bastion. Das war es zu Zeiten Philipp II. Und das ist es noch immer. Wenn du reingehen darfst mit deinem Equipment, dann ist das wirklich eine Eroberung. Du kommst den Objekten so nah, musst ein paar Tage mit ihnen zusammen sein. Und dann beginnst du über das eigentliche Konzept nachzudenken. Der Maler hat mit dem Auftraggeber gesprochen, der ja irgendwas erreichen will. Der Maler muss das auf den Weg bringen. Er versinnbildlicht den Gedanken, Christus trägt sein Kreuz. Christus, der sein Kreuz nach Golgatha schleppt. Es ist zu groß, viel zu schwer. Und so wird Simon von Kyrene aufgefordert, Christus zu helfen. Christus leidet. Da ist ein Tau um seinen Leib gebunden, mit 2 benagelten Holzklötzen, die seine Füße verwunden. Hinter Christus sehen wir eine große Gestalt in einem roten Mantel. Die benutzt ein Stück Seil als Peitsche, um Christus voranzutreiben. Und dann ist da der Pöbel, der verstärkt den Effekt, Christus vorwärts zu schieben. Die Leute hinter Christus sind geistig abwesend. Die gucken in die Landschaft oder zueinander. Der Mann mit dem roten Umhang, der Christus schlägt, der blickt auf Christus und nicht auf uns. Aber der Mann, der den Weg angibt zum Hügel, wo Christus gekreuzigt werden soll, der schaut uns an, wie eine Wiederholung des Gesichts von Christus, das uns ja auch ansieht. Das sind die zentralen Personen. Christus, der uns ansieht, in Schweiß, Blut und Tränen, Simon von Kyrene, der Christus hilft,
und der Mann, der den Weg zeigt und uns anblickt. Als ob er sagen wollte, ich bin es, der das tut. Aber ihr tut genau das Gleiche. Wenn man diesen Kopf vergleicht mit denen da links, sind die nicht ein wenig oberflächlicher? Ja. Es mag damit zu tun haben, dass diese Gestalt uns anstarrt, dass Bosch noch mehr Feinheiten in das Bild bringt. Beispielsweise die da oben, die haben keine rötliche Farbe oder Zinnoberrot um die Augen. Und hier, das ist etwas Zinnober rund ums Auge. Das macht das Auge etwas menschlicher, realistischer. Wenn man das bedeutungsmäßig bewertet, dann ist auch Simon von Kyrene sehr wichtig für die Aussage des Bildes, nicht wahr? Ja, er hat einen kleinen Rand roter Farbe. Von den anderen hat sonst niemand rote Farbe an den Augen. Das ist eine hübsche Beobachtung. Rein technisch gesehen sind sie herausgehoben. Und von der ganz anderen, ikonografischen Perspektive gesehen, sind exakt die gleichen Gestalten herausgehoben. Ja. Der Mann, der Christus vorwärts treibt, indem er den Weg weist, ist von Bosch feindlich charakterisiert. Wie setzt man sowas um in der Zeit von Bosch? Wer war der Feind im späten 15. und im frühen 16. Jahrhundert? Das war der Islam. Aber historisch betrachtet ist der Islam ein Anachronismus, weil ja Mohammed viel später lebte als Christus. Solch historische Falschheiten sind aber nicht von Belang. Wichtig ist, dass die Zeitgenossen von Bosch die Figur als feindliche Person erkannten. Und diese feindliche Person führt unseren Heiland zur Schlachtbank, zur Kreuzigung. Die Ausstellung fängt hier an. Ja. Vielleicht hier der Eingang? Alles klar. In dieser Phase ist noch alles möglich. Später nicht. Das wird der erste Raum sein. Derjenige, der die Besucher zwingt, in diese Richtung zu gehen. Wo werden die Gemälde aus Venedig aufgestellt? Ich denke, die kommen hierhin. Ich denke, dass ihr die drei Triptychen hierhin haben wollt, als ein atemberaubendes Ensemble von drei Triptychen. Werden wir erfahren, was ein echter Hieronymus Bosch ist und was nicht? Ja, das wird an einigen Stellen der Ausstellungsroute eingebunden, in der Gegenüberstellung von Werken. Gibt es da Bildunterschriften, die sagen Hieronymus Bosch oder Werkstatt von Hieronymus Bosch? In einigen Fällen wird der Name genannt, in anderen Fällen wird es heißen Werkstatt von Bosch oder der Meister und seine Gehilfen. Oft wird es so eine Kombination sein. Nein, ich denke, dass wir den Besuchern auch das Konzept von Bosch erklären müssen. Bosch als Signatur. Die Signatur als eine Art Firmenlabel für eine Gruppe von Malereien. Ich finde gar nicht gut solche Bezeichnungen wie aus der Werkstatt oder Nachahmer von Bosch. Das geht ganz gegen die Idee seiner Werkstatt. Das Gemälde aus Philadelphia stellt uns genau vor das gleiche Problem. Naja, Ihre Vorlieben sind nicht so relevant. Die Besucher werden danach fragen. Da müssen Sie was sagen. Sie können das nicht verheimlichen. Aber die Deutlichkeit, die wir vermitteln wollen, die weist in eine andere Richtung. Das Konzept Hieronymus Bosch muss so breit angelegt sein, dass es reinpasst. Es ist ja nicht akzeptabel für die Besucher, dass im Fall einer Malerei, die aussieht wie ein Bosch, aber keine ist, ihnen erzählt wird, dass das ein echter Bosch sei. Sie müssen Gewissheit liefern. Ja, darüber müssen wir wirklich noch reden. So.
Ist das in Ordnung? Ja, ja, völlig. Wie liest man die Bilder überhaupt? Die Komposition? Ist das derselbe Typ? Zweimal derselbe Typ? Das ist etwas, was ich nicht weiß, ob das vielleicht das alter Ego des Geizhalses ist oder eine Art Erläuterung dessen, was Habgier ist. Er macht zwei gegensätzliche Dinge. Er verstaut Geld in einer Truhe und betet einen Rosenkranz. Er versucht, beides zu machen. Die Ars Moriendi, buchstäblich die Kunst zu sterben, das ist ein weit verbreiteter Text und eine Bilderreihe, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts entstand. Wenn eine Person stirbt, dann geht sie durch eine Reihe von Versuchungen, im Wesentlichen für ihre Erlösung. Und eine von diesen Versuchungen ist Habsucht. Und Bosch malt das auf Grundlage der dichterischen und künstlerischen Überlieferung in seinem Gemälde »Tod eines Geizhalses«. Das ist einer von diesen Zufällen, wo wir eine klare Idee davon haben, was die Quelle ist für Boschs Symbolik. Wie Sie wissen, ist ja vieles ganz hermetisch, unerklärlich. Hier ist alles klar. Der sterbende Mann hat zu wählen, Christentum und Christus gegen mehr Habgier, mehr Knauserigkeit. Da ist ein Teufel, der schon Ausschau hält nach uns. Mit einer gewissen Melancholie. Ja, das ist eine melancholische Gebärde. Das ist ein sehr nachdenklicher, schwermütiger Teufel. Ja, ja. Ein grüblerischer Teufel. Aber er steht auf der Seite des Geizes, nicht auf unserer. That demon is fabulous. That one. Dieser Teufel ist fabelhaft. Der lässt mich vermuten, dass Bosch durchaus auch ein wenig Sinn für Humor hatte, weil er den Teufel so lebhaft und so niedlich gestaltet hat. Die Teufel sind wirklich sorgfältig gemalt, mit viel Hingabe und Liebe. Der kleine Typ, der kleine Dämon unter dem Bett mit seinen Flügelchen. Bosch dürfte irgendwie den Schalk im Nacken gehabt haben. Wenn man die Vorzeichnung mit der vollendeten Malerei vergleicht, dann hat Bosch mehr Deutlichkeit hinzugefügt. Ursprünglich griff der Geizhals nach dem Geldsack und die Proportionen waren auch falsch. Der Arm ist viel zu lang. Bosch änderte seine Absicht während des Malens. Und ich vermute, er hat das von sich aus getan, ohne dass ihm da jemand reingeredet hat. Alles, was er in Tod eines Geizhalses verändert hat, hat das Ganze in eine immer offenere Frage verwandelt. Was wird nun gleich passieren? Wird der Geizhals Himmel und Christentum anerkennen? Oder bleibt er dabei, sich ums Geld zu bekümmern am Ende seines Lebens? Das ist die grundlegende Botschaft. Was sahen die zeitgenössischen Betrachter, wenn sie auf dieses Gemälde blickten? Da sie nichts aufgeschrieben haben, wissen wir nichts darüber. Aber da es offensichtlich jemand gekauft hat, war es wohl bedeutend und demnach müssen sie es damals verstanden haben. Ich denke, wir als Kunsthistoriker tun sowas wie die Vergangenheit voraussagen, weil du es ja nicht weißt, nie ganz sicher. Das Problem ist nicht gelöst. Richtig. Glücklicherweise. Nein, es wird nie gelöst. Es gibt viele Probleme mit diesem Gemälde.
Da sind viele Fehlstellen und Beschädigungen, die in der Vergangenheit retuschiert und übermalt worden sind. Wir sollten nicht vergessen, dass das Werk 500 Jahre alt ist. Es ist empfindlich gegenüber Lösungsmitteln, gegenüber Wasser. Und am Ende müssen wir das Bild unter dem Mikroskop reinigen. Alles in allem dauert das 8 Monate. Allein nur, um das Triptychon zu reinigen. Man hat all diese fantastischen Details, das Kolorit, die Leichtigkeit der Pinselführung. Es ist eine wunderbare Malerei. Und man sieht all diese fantastisch kleinen Details, diese subtilen Übergänge hier. Die Tiefe des Kolorits unter Verwendung undurchsichtiger Schichten mit aufgelegten Lasuren. Mit der Reinigung der Malerei können wir all die Farben wieder sehen. Wir können die kleinste Detaillierung wiedererkennen. Jetzt kommt alles wieder raus. Und das erzeugt eine viel größere Tiefe in dem Gemälde. Unsere anfängliche Untersuchung offenbarte, dass da irgendwas war, rund ums Kinn und um den Halsausschnitt herum. Da gab es Ergänzungen, die keinen richtigen Sinn machten. Warum befinden sich diese Ergänzungen nur da? Nun hat die Reinigung aufgedeckt, dass da Ansätze sind von einem Bart. Hier kann man eine sehr dünne Linie erkennen. Wir haben nun eine Frau mit einem Bart. Und somit können wir sie identifizieren. Wir sollten das Werk Triptychon der heiligen Kümmernis nennen. Okay. Ja, das ist okay. Irgendwann im Laufe unserer Untersuchung schickte uns jemand eine E-Mail. Ein Hobby-Kunsthistoriker. Und er gab uns den Tipp, dass es da ein interessantes Werk gäbe. Und irgendwie hatten wir dann das Gefühl, wir müssten uns da nach Kansas City aufmachen, um wirklich klar zu sehen, ob das nun ein echter Bosch sei oder nicht. So schickte ich eine E-Mail an einen Kollegen, einen Konservator. Und man antwortete uns, dass wir willkommen seien. Und ein paar Wochen später waren wir dann da, um zu untersuchen. In so einem Fall willst du so skeptisch sein wie nur möglich. Du machst deine Fotos, blickst sehr sorgfältig durchs Mikroskop, diskutierst mit den anderen Kollegen. Aber, tja, natürlich hast du dieses gewisse Gefühl. Als ich das Gemälde sah, war ich froh, dass wir die Reise gemacht hatten, um das Bild zu vergleichen. Nun, jetzt sehen wir das Kansas City-Bild links und den mittleren Teil des Antonius-Triptychons aus Lissabon hier rechts. Wir können nun Details auswählen und sie mit den Details vom anderen Gemälde vergleichen. Als Bosch das Lissabon-Gemälde entwarf, sollte er wohl viel mehr inhaltliche Bezüge schaffen und einen viel größeren Aufbau. Ja, da gibt es nicht eine Leerstelle in dem ganzen Bild. Nein. Und da sind auch viel, viel mehr Vorzeichnungen als in dem hier. Mhm.
Was für uns von besonderem Interesse war, war beispielsweise die Weise, wie der Maler den Handstock des heiligen Antonius gemalt hat. Das ist irgendwie die Handschrift des Malers. Ich denke, das ist spannend, weil hier siehst du, wie er mit dem Mittelgrund gar nicht viel tut. Er malt links das Licht und rechts den Schatten und erzeugt damit die Dreidimensionalität des Stabes. Wenn du rauszoomst, ist es wirklich ein Stock. Aber wenn du nah ranfährst, ist es nichts. Und genau das Gleiche macht er hier. Ja, und hier, ja. Ja, bum, bum, bum. Ja, ja, es ist diese Variation von Strichdicke und Rasanz. Tja, was machen wir nun daraus? Bosch malte den heiligen Antonius immer mal wieder, 3, 4, 5 Mal. Und jedes Mal fügt er dieses Antoniuskreuz hinzu. Irgendwie bekomme ich das Gefühl, er selbst könnte das sein. Er sieht so aus. Es scheint mir der gleiche Typ zu sein. Es ist eine Kombination aus Argumenten, aus Vergleichen. In beiden Fällen im Hinblick auf die Farbschicht, aber auch auf die Vorzeichnung. Das lässt uns tatsächlich vermuten, dass dieses Werk von Bosch gemalt ist. Aber weltweit gibt es viele, viele Kunsthistoriker, die sehr kritisch sein werden, kritisch gegenüber dem, was wir sagen und denken. Die werden unsere Argumente sehr sorgfältig angucken. Also, wenn das Gemälde dann wirklich in der Ausstellung hängt, an der Wand, dann wird's erst richtig spannend. Das ist das nächste Kapitel. Was für ein Mensch könnte Bosch gewesen sein? Darüber denke ich eigentlich nie nach. Wenn ich ins Museum komme, nie. Überhaupt denke ich darüber wenig nach. Aber wenn ich es mal mache, dann meistens hier, in diesem Raum, wenn ich all die Details betrachte. Und manchmal denke ich, dieser Mensch muss eine Menge Vergnügen dabei gehabt haben, das alles zu erfinden, alles zu malen. Um dit te maken, um het te verzinnen en dan. Und das finde ich so schön. Gerade auch deswegen, weil ich es selbst nicht kann. Ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen, ich kann keine Holztafeln herstellen. Das ist ja alles mit bloßen Händen gemacht worden. Das bewundere ich. Wir Kunsthistoriker, naja, was können wir denn? Bücher lesen, auf der Computertastatur rumtippen. Ein bisschen nachdenken. Aber wir stellen nichts Richtiges her. Etwas, was man erfinden muss. Etwas, was du machen willst. Und was du dann auch wirklich sichtbar machst. Das ist bewunderungswürdig. Und das erfreut mich. Und da geniet je von. Das ist wichtig, das in unser Buch reinzunehmen. Aber die Frage ist, ob du auch die Eckpunkte der vergleichenden Analysen mit reinnehmen willst. Das sind harte Fakten. Du suggerierst, dass die Ergebnisse der Holzuntersuchung harte Fakten sind. Aber die bedürfen auch der Interpretation. Nimm all die Daten aus der Holzuntersuchung und wenn die zeigen, dass das Holz erst nach seinem Tod existierte, kann es nicht von ihm bearbeitet sein. Ja, ja, in dieser Hinsicht ist das ein knallharter Beweis. In dem Fall beginnt die Geschichte erst im 16. Jahrhundert. Ja, tatsächlich. Als das Gemälde Teil der königlichen Sammlung unter Philipp II. War, war es bereits hochgeschätzt. In einem Dokument aus dem 16. Jahrhundert wird es beschrieben als Werk von Bosch oder von seinem Schüler. Der Text ist ziemlich interpretierbar.
Der Autor scheint so seine Zweifel gehabt zu haben. Es ist sehr nah dran, aber es ist kein Werk von Boschs eigener Hand. Ja, das ist Werkstatt. Oder von einem Nachfolger. Tja. Naja, aber wir machen eine Bosch-Ausstellung. Tja. Wer von euch will nun den Konservator in Gent anrufen, um ihm dein Untersuchungsergebnis mitzuteilen? Das ist Sache des Koordinators. Ich entdeckte die Zeichnung, nachdem ich einen Artikel geschrieben hatte über die Kunst der Zeichnung bei Hieronymus Bosch. Die Zeichnung befindet sich in einer privaten Sammlung, die ich nicht kannte. Als der Artikel rauskam, kontaktierte mich der Besitzer und lud mich ein, mir die Zeichnung anzusehen. Ich bin kein Kunstkenner, ich bin Sammler. Ich bin beraten worden von einem, der sich sehr gut auskennt, die Zeichnung zu kaufen, als Investition. Achtung, Vorsicht mit den Papieren. Es mag seine Art gewesen sein, so die Hölle zu visualisieren. Menschen werden aufgehängt, werden geschluckt von irgendwelchen Maschinen. Ja, das ist eine Reminiszenz an die Hölle. Er ist ein sehr guter Zeichner. Diese Gestalten hier, die hängen in der Glocke wie Klöppel. Fantastisch. Eine ziemliche Höllenstrafe, zweifellos. Mögen Sie die Zeichnung? Nein, gar nicht. Wenn sie für 10 Euro auf einem Flohmarkt zu haben gewesen wäre, glaube ich nicht, dass ich sie gekauft hätte. Wenn man all diese Details insgesamt bedenkt, diese Linien, die Hände, die Füße, alles, was man wahrnehmen kann in einer Zeichnung wie dieser, dann... Nun, alles weist in eine Richtung. Man muss die Zeichnung wohl als originalen Bosch ansehen. Man kann im Werk von Bosch sehen, wie die großen Themen immer wieder auftauchen. Man sieht das Verhältnis der Menschen zu ihrer Welt und zu ihrem Schöpfer. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er sich niemals gestattet haben sollte, darin selbst mitzuspielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum ist Bosch an der Hölle interessiert? Warum wird die Hölle in seinem Werk so oft abgebildet? Der Mensch kann gut oder schlecht wählen. Gier, Wut, Lust, die klassischen Todsünden der katholischen Lehre, die in Boschs Bildern immer wieder aufscheinen. Ja, das sind Tickets, direkt in die Hölle, ohne Rückfahrt. Da ist immer die Hölle. Und nur ein kleines bisschen Himmel. Aber in diesem Fall ist es ganz vom Standpunkt der Hölle aus gedacht, nicht wahr? Ja, vollkommen.
Was wäre wohl, wenn es stattdessen Dalí gemalt hätte? Es ist so bedeutend, dass das Museum of Art in Kansas City plötzlich einen Original-Bosch hat. Das versetzt uns mitten hinein in diesen bedeutenden Kreis von Museen. Charles de Moy rief mich an und ich war völlig ehrfürchtig und perplex. Das ist, nun Sie wissen, im Leben eines Museumsdirektors ist das eine riesige Überraschung. Die erleuchtet meinen Tag und viele Monate. Wenn das Werk dann nach Kansas zurückkommt, werden wir ein großes Fest machen. Es braucht ein bisschen Zeit, bis man das verdaut, dass dieses Gemälde einen Ehrenplatz in deiner eigenen Sammlung einnehmen wird. Es ist irgendwie eine Feier der Wiederkehr. Das ist so, als ob eines von deinen Kindern, die du ja alle liebst, plötzlich den Nobelpreis bekommt. Ich würde nicht zögern, es mal dem Prado auszuleihen.